Die Feuerwehr im Großraum Los Angeles fährt von einem Einsatz zum nächsten. In der Region sind gleich mehrere Brände ausgebrochen. Sie drohen, hunderte Gebäude zu zerstören. Rund 50.000 Menschen waren gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Tausende Hektar Land sollen den Flammen schon zum Opfer gefallen sein. Der Rauch und sein Geruch sind hier allgegenwärtig. Die Rettungskräfte bekämpfen die Flammen am Boden und aus der Luft. Hubschrauber und Löschflugzeuge sind im Einsatz. Die Löscharbeiten sind schwierig, starke Winde sorgen dafür, dass die Brände immer wieder angefacht werden. Ein Wetterumschwung war nach den Vorhersagen zunächst nicht in Sicht. Wegen der hohen Brandgefahr haben einige Energieversorger den Strom vorsorglich abgeschaltet. Hunderttausende Menschen in Kalifornien sollen davon betroffen sein.